Moin Leute, mein Name ist Eve und heute werde ich euch alles zur kommenden Season der MPBL Season 4 erklären. Wann startet sie? Wer ist dabei? Das werdet ihr heute alles im Video erfahren. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Im letzten Video haben sie seine TV und ich euch schon die Regeln und das neue Format erklärt zur kommenden Season. Wir werden diese Season im VGC-Format spielen, deswegen schaut gerne nochmal in die Videobeschreibung, da habe ich euch das Video nochmal verlinkt. Die MPBL Season 4 wird am 19.07.2020 starten. Der Upload wird also immer sonntags sein, in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr. Jede volle Stunde wird ein Kampf kommen, das heißt um 13 Uhr kommen zwei Kämpfe, um 14 Uhr kommen zwei Kämpfe, um 15 Uhr kommen zwei Kämpfe und so weiter. Natürlich haben wir in dieser Season auch wieder einige neue Teilnehmer parat. Deswegen abonniert jeden fleißig, Links zu den Teilnehmern ist unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun aber zu den Teilnehmern und deren Teams. Hallo, ich bin der Herbie und ich leite das Team der Burning Incineroars in der vierten Season der MPBL. Naja, ich hoffe, dass wir freundschaftlich schließen können, nachdem ich einen unvergesslichen Auftritt hingelegt habe. Was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist OGDNZ und gemeinsam mit meinem Team Trico Squad werde ich die anderen Teilnehmer nicht besiegen. Ich nehme mir deren Seelen. Moin Leute, hier ist mal wieder euer Schubidubidooster und ich werde dieses Mal einmarschieren mit meiner Red Army. Arribaru, direkt am Start bei der MPBL, also braucht ihr jetzt ein ganz dickes Fell. Warrior Esport ist unser Kanal, so heißt auch das Team, was dabei ist zum ersten Mal. Wir sind heiß, wir sind wild und absolute Skiller. Wir sind nicht eure Freunde, sondern eure motherfucking Killer. Predikten und zerstören, das ist unser Ding. Am Ende steht für euch ein Lose und für uns ein Win. Ihr wollt's mit uns aufnehmen? Na dann kommt doch her. Eure fucking Fairy-Types und eure Ehre ziehen wir aus dem Verkehr. Warrior Esport ist der Name. Nun alles klar? Und unsere Kampfschrei ist ein ganz lautes Hurra, Hurra, Hurra! Hey Leute, ich bin Payne vom Kanal Panix und trete mit dem Team U-Pop Idols an. Wie man sehen kann, kombiniere ich Pokémon mit K-Pop. Und nach vielen Jahren als Trainee sind meine Pokémon nun bereit, ihr Debüt anzutreten. NPBL Heuting. Einige Leute sagen, junge Booketuber sind in Gefahr, wenn die in Ligen spielen, wo erfahrene Leute spielen. Ich sage, ich bin die Gefahr. Guten Tag Leute, ich bin der Pake, leite den Kanal PakePlaysTV und führe die Our Amazing Spheres dieses Jahr in der NPBL in den Kampf. Und lasst mich euch eins sagen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. In diesem Sinne, schaut rein, genießt die Kämpfe, viel Spaß, bye. Moin Moin, mein Name ist Big Relaxo und ich stelle den gleichnamigen Kanal Big Relaxo vor und mein Team, die Bully Blue Snorlax. Und schon mal eine Ansage an alle meine Gegner. Ich werde euch alle fertig machen. Hey, hey, hey. Und damit herzlich willkommen. Hier ist der Kentakio. Ich war schon letzte Season bei der NPBL mit den Giflo 46ers dabei. Das war meine erste Season. Und in dieser Season, in der Future Season, werden wir auf jeden Fall wieder mit den Giflo 46ers rocken. Und im VGC-Style versuchen, so gut wie möglich abzuschneiden. Peace. What's up, Party People? NPBL. Ultimate Overdrive. Bei mir, Patrick vom Kanal Schule Gaming. Und ja, entweder werde ich zu Multivitaminsaft gemacht oder die anderen. Mal schauen, wie es laufen wird. Hey there, mein Name ist Seebox Gaming und ich werde bei der MPBL Season 4 mit dem Team Aetherius Salamandra teilnehmen. Da ich keine Ahnung vom VGC habe, schauen wir, dass wir nicht auf dem letzten Platz landen. Hey! Mein Name ist Eve und ich leite das Team Throne Monster in der Season 4 der MPBL. In Season 3 haben wir auch schon teilgenommen mit dem Team. Diese Season werden wir rocken und werden das Ding holen. Und das Beste kommt ja bekanntlich zu Schluss und deswegen bin ich hier, The Saint TV, mit dem Team Minotauros. Ein Team, was mich ja jetzt schon seit ein paar weiteren Jahren begleitet hat und jetzt auch in der MPBL mal wieder vertreten ist. Des Weiteren könnt ihr jetzt den Link in der Videobeschreibung anklicken, um auf das Google-Dokument zuzugreifen, wo ihr auch die ganzen Kader der gerade vorgestellten Teilnehmer vorfindet. Das heißt, ihr könnt auf das Google-Dokument gehen, könnt euch die Teams schon mal anschauen, miteinander vergleichen oder was auch immer ihr da jetzt gerade für Schnelligens anstellen wollt. Könnt natürlich schauen, welches Team euer Favorit vielleicht ist und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja schon direkt im nächsten oder besser gesagt am allerersten Spieltag der MPBL wieder. Wir wünschen dem Team von der MPBL euch einen wunderschönen Tag, hoffentlich auch eine wunderschöne Woche, um das Ganze dann perfekt mit der MPBL nochmal zu beenden am Sonntag. Also, haut da rein und tschüss, tschüss.